So, Hallihallöchen, da sind wir wieder. Halli. Wir machen Amira, die Welt Amira bei Creativerse. Und ja, ich bin dabei, ein bisschen hier an der Mine zu werkeln. Ein bisschen das Ganze ausbauen. Momentan brauche ich Steine. Also die Mine ist letztendlich oben ist ein Teil, der ist geschützt. Das ist für mich sozusagen, um eine gewisse Safe Area zu haben. Und der untere Teil der Mine ist komplett frei. Das heißt, jeder, der auf die Karte drauf kommt, kann in die Mine gehen und die halt nutzen, um schnell an Zeug zu kommen etc. Muss ja nicht selbst irgendwie ewig rumgraben und machen und tun. Kann ja einfach in die Mine, in die entsprechende Höhe. Und dann das Material oder je nachdem, was er braucht, rausbuddeln. Ja, und da werkel ich jetzt, wie gesagt, gerade dran. Erstmal brauchen wir ein bisschen Steine. Die sind mir nämlich ausgegangen. Mag man gar nicht glauben. Aber ich habe ziemlich viel jetzt umgewandelt. Was haben wir denn jetzt? Das ist auf jeden Fall noch zu wenig. Give me that stone, stone, stone. Arnie Geröllheimer. Ich höre ein Monster, aber ich sehe keins. Okay, ich mache auf jeden Fall erstmal
Open the door. Ja, hier unten, ich bin gesagt gerade bei. Für die Transporter, Teleporter-Dinger hier. Point of safe return. Hier ist ein Teleporter. Für den Notfall. Der bringt einen nach oben an die Oberfläche. Zack, schnell weg. Und naja, hier bin ich gerade dabei, das umzuändern. Und dafür brauche ich den Stein. Hier haben wir noch Salz. Noch mehr Salz. Meine Güte, wie viel Salz ist denn hier? Wenn du Salz brauchst, dann ist keins nirgendwo zu finden. Und jetzt ist hier auf einmal so eine Ader. Ups, das war die Fackel. Ich frage mich die ganze Zeit, warum die immer hier drin spawnen. Es ist so hell.
Also theoretisch dürfte hier nichts spawnen. So hell wie das ist. Aber wer bin ich schon, dass ich das weiß? Damit da schon wieder Salz. Da haben wir Obsidian.
auf 37. Es fehlt auf jeden Fall Holz. Nein, falsch Taste. Zu früh. Richtig gesehen, Magnetit. Da ist noch mehr. Vorher ist ein Extraktor. Oh, ist das eine Dämse. Was eine Hitze.
waren Pilze. So, das war's mit dem Obsidian-Teil. Jetzt brauchen wir wieder Steine. Brauchen wir Steine und dann brauchen wir noch Holz. Also erstmal jetzt die Steine, dann mache ich die Decke da noch zu Ende.
148. Das sollte erstmal reichen für die Decke. Nochmal. So, dafür brauche ich Obsidian-Hand, die ich nicht habe, Handschuhe. Und hier, der müsste jetzt fertig sein. Her damit. Gut. Ups. Fehlt denn hier Stone Slabs? Das ist kein Problem. Eine Kiste.
gibt's denn hier Schönes? Zwei Rezepte für Betten. Na, das habe ich doch geahnt. Disco nickt, aber eine Spielchest. Hier, das ist voll, das muss ich aber rein. Mal hier vorne machen wir jetzt mal Dirt und Gras rein. In die zweite machen wir Sand rein. Da sieht das nämlich schon ein bisschen besser aus. Was eine Dämse. Da, 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 da.
36. Nee, Monster Slot mache ich jetzt mal da hin. Ne? Oben in die Mitte. Ganze Monster Drop Zeug. Das brauche ich jetzt nicht, das brauche ich jetzt nicht. Arctic Torch, die kann ich auch noch irgendwo hin donnern. Das brauche ich jetzt nicht. Das haben wir auch verbraucht. Was haben wir noch? So, ich wollte noch Holzschilder bauen. Nee, nicht Schilder. Schilder sind ja für draußen. Mal zack. Cool.
und Obsidian. Daran soll's nicht scheitern, davon habe ich genug. Zehn Stück machen wir. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So viel schaffe ich glaube ich gar nicht hier. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben. Mehr wären es gar nicht. Sieben. Obsidian-Handschuhe haben wir an. Thank you.
besorgen. Steine. Und dann ist das hier praktisch fertig da. Die Decke danach hier. Dann nur noch die Dinger hier bauen. Press X to complete Quest Reward. Hab ich auch noch nicht gemacht. Ja, gemacht. Tonem Seed, Taming Collar. Feuerbomben, 10 Stück. Perfekt. Firebombs. Dann hier alles Schöne. Was ist das? Advanced Health Potion. Freeze Bomb. Ja. Nehmen wir alles mit. Sehr schön. Ist mein Inventar wieder voll, ne? Wie viel Krams hier. Die Feuerbomben sind am besten. Damit können wir eine Menge Salz herstellen. Habe ich doch richtig gehört. Los, gib mir was Cooles. Jetzt ist jetzt da drin gelandet. Och. Nein, 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 nein. Drei Arktik-Dinger. Da kann das auf jeden Fall alles rein, hier der ganze Schmutz. Das auch. Das auch. Obsidian-Truhe. Stone-Truhe. In meinem eigenen Lagerungssystem überhaupt nicht durch.
früh. Highspeed-Geflitzer. So langsam kriege ich mein Inventar wieder frei. So, jetzt hole ich erstmal Steine und mache die Decke fertig. Sieht. Magnetit. Die Kisten aufmacht und öfter mal so ein Keeper, wenn einer über den Weg läuft, verprügeln. Da hat man ständig genug Fackeln. Das ist richtig gut. Ich verbrauche wirklich eine Menge.
172, das reicht erstmal. Das ja auch süß. Ich bin überhaupt nicht so close hier. Solltest da nicht hin. Du solltest da nicht hin. Wir müssen noch einsammeln. Noch näher. Thank you.
Messung machen. Das wäre eigentlich eine gute Idee für jede einzelne. Was nehmen wir denn da für Stein? Gucken wir mal in die Steinkiste, ob wir da irgendeine schöne Matze Auswahl haben. Guck mal hier, rote Blick. Wir nehmen einfach rote Blick, fertig. Hoppa.
auf jeden Fall cool aus. Eigentlich ist das der Telefon, der ist da besser. Also der sieht da besser aus, wenn er da steht. Dann machen wir nehmen wir nochmal wahrscheinlich Salz oder Salitide oder irgendwas Gelbes. Hier irgendwo was Gelbes gesehen. Was ist das? Sulfur. Nehmen wir halt Sulfur, ist egal. Achso, ich kann ja Handschuhe rausnehmen. Die müssen wir ja nicht verschwenden. Ja, das Ding. Okay. Das war kein gelber Block, der sah bloß hier in der Voranzeige gelb aus. Shit. Was wollt ihr jetzt haben? Eisen. Das, das. Salzstein, Pilze und Muscheln. Also, Sulfur war schon mal nicht, das war nix guter Stein. Was haben wir dann noch? Eis, Glas, Wasser.
Stucco, weil es sollte auch nicht sein, was zu teuer ist, sonst kommt der Erstbeste und meint, ach, das kann ich mitnehmen. Gut. Bringen wir den Krempel mal weg, da müssen wir Holz holen. Das ist schon wieder 1,5 Stunden, brauchen wir eine Pause. Ja, ich denke, es ist ganz okay so geworden. Für die Anfängermine ist das doch echt
Also erstmal ist es mehr als ausreichend. Und völlig akzeptabel. Sicherheit, Transportbereich, Heilwasser haben wir hier, Schmieden haben wir hier, Ofen haben wir hier, alle Ebenen haben wir hier, alles ist hier, alles ist gut, alles ist schick. Was wir noch machen könnten, ist, könnte hier noch eine Cooking Station hinmachen. Mal schauen. Ist der Ausbau der Mine an sich geschafft und an dieser Stelle für mich jetzt Feierabend. Hier habe ich auch noch 1000 Sachen, wo ich auch noch da. Gut. Oh, yeah. Ja, wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben, gerne kommentieren und wer Bock hat, kann auch auf die Karte kommen und selber mitmachen. Amira.